Also willkommen zum Kurs Digitale Sicherheit für AktivistInnen. Kurz zu meiner Person. Ich bin kein IT-Fachmann oder so weiter. Ich habe mich mit dem Thema vor ein paar Jahren zum ersten Mal auseinandergesetzt, weil ich schmerzhaft gemerkt hatte, dass ich zu schlecht geschützt war, als ich mit der Polizei in Kontakt gekommen bin. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und mich eingelesen und so weiter. Und jetzt halte ich immer wieder so Vorträge zum Thema digitale Sicherheit. Dazu auch, wenn jemand mehr in die Tiefe gehen will und so weiter, weil das wird jetzt vor allem ein Kurs, der so die Basics erklärt, dann gerne bestimmte Themen ansprechen oder wenn Fragen da sind, auch Verständnisfragen, wenn irgendwie was von den Wörtern her nicht bekannt ist, dann bitte einfach melden. Genau, also ich mache das immer klassisch so, dass ich kurz darüber rede, wie der Staat überhaupt überwacht, wo die Schwachstellen sind, also welche Wege momentan so genutzt werden. Das ist ja auch ein Prozess, der sich ständig verändert. Der Staat schaut immer, wo er am einfachsten und wo er am weitreichendsten auf Daten zugreifen kann. Und das hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm zugenommen, wie wir dank Edward Snowden erfahren konnten. Und nachdem ich euch quasi psychisch runtergemacht habe, wenn ihr merkt, oh Scheiße, der Staat kann alles und so weiter wissen, dann erzähle ich euch, wie man sich schützt, damit das eben nicht passiert. Und am Ende tue ich noch so ein paar allgemeine Infos geben, die nicht in die Struktur reingepasst haben. Es gibt verschiedene Arten für den Staat, wie er überwacht. Ich habe jetzt mal fünf gängige oder grobe Kategorien eingeteilt. Einmal ist es die Kommunikationsüberwachung. Das ist das Klassische eigentlich, was es schon seit Ewigkeiten gibt. Plump gesprochen, ich schreibe einen Brief oder eine Mail, schicke sie an eine Person und jemand tut sie zwischendrin abfangen und mitlesen. Das ist die klassische Kommunikationsüberwachung. Dann werden wir das Thema IMSI-Catcher, Funkzellenabfragen und stille SMS ansprechen. Das ist vor allem auch interessant für das Gehen auf Demos und so weiter oder zu Aktionen. Und dann kommen wir beim dritten Punkt zum Lauschangriff bzw. zur Videoüberwachung. Das ist auch eine sehr alte geheimdienstliche Methode, dass man eben per Videoaufnahme oder Audioaufnahme versucht, Daten zu generieren von Leuten. Genau. Viertens, da geht es dann um die Quellen-TKÜ bzw. die Online-Durchsuchung. Da erkläre ich auch nochmal, was der Unterschied zwischen beiden ist. Aus einer technischen Sicht spricht man da von einem Staatstrojaner, der eingesetzt wird. Und ja, da werde ich gleich zu was sagen. Und dann zu guter Letzt noch die Hausdurchsuchung bzw. die Beschlagnahme von digitalen Geräten. Die Kommunikationsüberwachung ist, wie gesagt, eine der einfachsten, ältesten Methoden. Einer schreibt quasi eine Mail und die wird dann vom Staat abgefangen. Die gängigste Methode ist, und das ist oft so, weil die Provider, die Mobilfunkanbieter damit kooperieren mit der Polizei, dass quasi die Polizei zum Anbieter geht und sagt, hey, wir wollen alle Daten, die ihr gespeichert habt, zu der und der Person. Und dann gibt der Provider die und ja, manchmal braucht man auch dafür eine gerichtliche Bestätigung, aber viele Anbieter sind sehr gebefreudig, sage ich mal. Und es ist auch so, dass es zwar keine offizielle Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gibt, heißt, es wird nicht automatisch alles gespeichert für ein paar Monate, aber diese Mobilfunkanbieter wie Telekom, 1&1 und so weiter, die machen das freiwillig, dummerweise, und deswegen sind dann auch zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum Daten gespeichert und dem muss man sich einfach bewusst sein. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was viel Demos betrifft. Eine klassische Technik der Polizei ist der sogenannte IMSI-Catcher. Das ist so, dass jedes Handy eine IMSI-Nummer hat, mit der quasi euer Handy über die SIM-Karte zu identifizieren ist. Wenn ihr euch zum Beispiel beim Turm einwählt, quasi, dann erkennt der Turm quasi euer Handy und schickt dann die Daten hin und her,
wie ihr halt gerade wollt, wenn ihr telefoniert oder SMS schickt und so weiter. Der IMSI-Catcher ist quasi ein Koffer, den ihr hier seht, der so tut, als ob er ein Funkturm wäre. Und diese Koffer werden oft in Polizeifahrzeugen eingesetzt, die bei Demos zum Beispiel mitfahren. Gerade bei Großveranstaltungen wie G20 und so weiter kannst du dir eigentlich 100 pro sicher sein, dass solche Dinge in Fahrzeugen mitfahren, insbesondere in den technischen Wegen. Und die zum einen erfassen, wer befindet sich in einem bestimmten Gebiet, sage ich jetzt mal eine Demonstration. Und wenn sich das Handy dann dort einwählt, weil es denkt, es wäre ein Mobilfunkturm, dann kann die Polizei auch alles mitschneiden, quasi was über diesen IMSI-Catcher läuft, an Telefonaten, an SMS und so weiter. Das war eine kurze Frage. Die Frage war, ob, wenn das Handy auf Flugmodus ist, ob man dann von einem IMSI-Catcher gecatcht wird. Normalerweise nicht. Es empfiehlt sich aber immer, die SIM-Karte rauszumachen oder das Handy gar nicht mitzunehmen, wenn man zu irgendwelchen interessanten Orten geht, so, wo die Polizei ein Interesse für hat. Das zweite Mittel, um zum Beispiel auf Demos und so weiter Leute zu erfassen, ist die Funkzellenabfrage. Die wird, abgesehen vom politischen Kontext, auch oft bei Einbrüchen verwendet. Und das nicht wenig. Es gibt Anfragen an den Staat, wie oft das eingesetzt wird. Und es zeigt sich, dass das wirklich sehr oft passiert. Und in Berlin, selbst wenn du so ein Normalo bist, der einfach nur dort wohnt, in Berlin, dann wirst du im Schnitt um die 4 Mal im Jahr in so eine Funkzellenabfrage reingeraten, weil quasi immer wieder diese Abfragen kommen. Wer hat sich zu dem und dem Zeitpunkt in der und der Funkzelle befunden, als es, keine Ahnung, den und den Juwelierraub gab? So, und dann wird erstmal geschaut und ja. Also die Frage war, wann das denn genutzt wird, diese Funkzellenabfrage. Das weiß ich jetzt selbst nicht, weil mir keine Anfrage bekannt ist, die das aufschlüsselt. Also das hatte ich schon lange nicht mehr gelesen. Aber wie gesagt, ich habe gehört, dass es oft bei Einbrüchen und so weiter ist. Gerade um eben Einbruchsserien herauszufinden, wenn quasi gehäuft was vorkommt, wenn quasi an mehreren Einbruchsorten die gleiche Nummer war in verschiedenen Teilen der Stadt, dann ist es ja ein Hinweis darauf, dass diese Nummer vielleicht aus Gründen dort war. Um die Frage zu wiederholen, ob das zu jedem Zeitpunkt genutzt wird. Nein, es ist schon gezielt, dass man schaut, wer halt in dem und dem Tag zu der Zeit in einem bestimmten Bereich war. Also das ist schon gezielt und kann halt in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei einer Einbruchsserie. Genau. Würde ich jetzt mal weitermachen, weil es keine so spannende Aspekt ist. Die stille SMS, das ist auch ein Mittel, was sehr, sehr häufig benutzt wird von der Polizei, wie man an Anfragen sehen kann. Ungefähr 1 Million stille SMS werden verschickt. Was ist eine stille SMS? Im Prinzip, wie der Name schon sagt, ist es eine SMS, die du nicht mitbekommst. Das heißt, die staatliche Behörde schickt eine SMS an dich. Die Funkmasten orten dann dein Handy, weil quasi diese SMS zugestellt werden soll. Und dann fragt die Polizei, wo wurde es denn geortetes Handy? Und das wird sehr häufig eingesetzt, zum Beispiel bei Gefährdern, wenn man wissen will, wo befinden die sich gerade. Zum Beispiel ist irgendwie ein islamistischer Gefährder dauernd in der Nähe von einer Synagoge oder so weiter. Und dann wird es quasi ständig werden kleine SMS geschickt, um zu schauen, wo ist er gerade. Das ist quasi eine Alternative zur GPS-Ortung. Und zwar auch nicht so genau wie die GPS-Ortung, aber es wird sehr häufig gemacht, weil es halt sehr einfach ist. Und das kann dann auch durch Software und so weiter ausgewertet werden. Man hat zum Beispiel hier im Polizeipräsidium oben an der Mikl-Adiksallee eine Software namens Palantir, mit der man auch quasi live verfolgen kann, wo sich bestimmte Gefährder oder politische Personen befinden in Frankfurt. Das wird dann auch verknüpft mit Staatstrojanern, dass man dann auch weiß, was die auf ihren Handys machen. Also, genau. Aber da komme ich dann gleich nochmal dazu. Jetzt komme ich aber erstmal noch kurz zu dem Lauschangriff oder Videoüberwachung. Lauschangriff ist ein Begriff aus dem Recht. Also es gibt den großen und den kleinen Lauschangriff. Im Grunde geht es darum, Orte zu verwanzen. Das wird gerne gemacht bei Durchsuchungen oder so weiter, wenn dann quasi irgendein linker Ort durchsucht wird, dann lässt man dann irgendwie in einem kleinen Loch oder in einer Verdeckkammer
so eine kleine Abdeckung, so eine kleine Wand zu legen und zeichne das dann auf. Das hat aber einen größeren Arbeitsaufwand, das auszuwerten und anzubringen und so weiter. Deswegen wird das offensichtlich nicht ganz so häufig genutzt. Es wird aber genutzt. Vor wenigen Jahren, wenn ich mich recht erinnere, war es in Leipzig. Da wollten die, ich glaube, wegen irgendwelchen Sachbeschädigungen wissen, wer sich an einem linken Ort aufhält. Und deswegen haben sie in einem Altersheim auf einer Straßenseite im ersten Stock in einem Blumenkübel eine Kamera installiert, die direkt auf den Eingang von dem linken Ort zeigt, um quasi zu erfassen, wer geht alles durch die Tür rein und raus. Das ist dann aufgeflogen durch aufmerksame Menschen. Und ja, das Ding bei so einer Überwachung ist, dass sie geheim ist und man weiß nicht, wie flächendeckend die genau eingesetzt wird. Aber man kann davon ausgehen, dass es eben nicht so flächendeckend eingesetzt wird, wie zum Beispiel eine stille SMS oder eine Funkzellenabfrage, weil das wesentlich weniger Aufwand ist. Genau. Dann kommen wir zur Quellen-TKÜ bzw. zur Online-Durchsuchung. Das ist, technisch ist das kein Unterschied. Was passiert? Man nimmt Schadsoftware, einen sogenannten Trojaner. Wenn er vom Staat benutzt wird, wird er Staatstrojaner genannt. Und dieser Trojaner wird auf ein Handy gespielt oder einen Laptop, was weiß ich. Dieser Trojaner kann dann verschiedene Sachen machen, zum Beispiel eine schnelle Abfolge von Screenshots, um zu schauen, was wird auf den Geräten gemacht. Die Audio kann aufgenommen werden, Telefonate, alles Mögliche. Also quasi alles, was dein Handy kann, kann dann quasi mitgelesen werden. Da gibt es einen rechtlichen Rahmen, was das alles darf. Und dann gibt es noch mehr, was man auch tun kann. Hintergrund, Audio aufnehmen, was zum Beispiel getippt wird und so weiter. Das geht auch alles. Da gibt es unterschiedliche rechtliche Rahmen, in denen das passieren darf, theoretisch. Wie gesagt, technisch ist es genau das Gleiche. Ob du jetzt eine gewisse Menge von Daten abschöpfst oder direkt das komplette Handy spielst und einmal auswertest. Da ist nämlich auch dann der Unterschied zwischen der sogenannten Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung. Die TKÜ, also die Telekommunikationsüberwachung, die wir am Anfang hatten, die wird da quasi an der Quelle angesetzt, deswegen heißt sie Quellen-TKÜ und dann wird quasi mit dem Staatstrojaner aufs Handy zugegriffen und geschaut, was wird verschickt an Nachrichten. Und das beschränkt sich dann nur auf diese Nachrichten und Telefonate. Die Online-Durchsuchung ist dann quasi das komplette Filzen des Handys, was alles drauf ist. Genau, das geht beides. Es gibt auch unterschiedliche rechtliche Rahmen. Momentan sieht es auch so aus, dass wohl bald der Bundesverfassungsschutz auch Trojaner einsetzen darf. Die SPD hat sich dagegen gewehrt, aber wie die SPD so ist, hat sie natürlich auch das über den Haufen geworfen und wird wohl demnächst zustimmen, dass quasi man auch ohne den Verdacht, irgendwie etwas Kriminelles getan zu haben, aufgrund der politischen Gesinnung überwacht werden darf in diesem Maße. Und das Krasse, wie ich finde, ist auch, dass es einfach eine Unmengen an Daten sind, die auf so einem Handy sind. Sei es jetzt irgendwie Bewegungsprofile, Social Media Konten, das, was man mag, irgendwie, oder Bilder von irgendwelchen politischen Memes und so weiter, die einen dann einen Eintrag irgendwie als Linke in der Polizeidatenbank liefern können. Genau, und das ist auch meiner Ansicht nach wesentlich ein größerer Eingriff als zum Beispiel eine normale Durchsuchung zu Hause. Das war meine Frage. Also die Frage war, ob bezahlte Sicherheitsprogramme wie McAfee sowas verhindern können. Ich würde sagen, nein. Das ist natürlich immer ein Wettkampf, Sicherheitslücken zu finden vom Staat, die er dann quasi offen hält, um es zu nutzen, um Daten abzuziehen. Und die Hersteller versuchen dann natürlich wiederum, dem entgegenzuwirken und diese Lücken zu schließen. Und das ist ja so ein ewig weiter Kampf hin und her, weswegen es auch immer wichtig ist, seine Updates zu machen. Genau, das ist halt, ich glaube nicht, dass sowas wie McAfee irgendwas bringt in der Richtung. Und ja, die Staatstrojaner können auch auf unterschiedliche Wege auf den Laptop gelangen. In der Türkei war es zum Beispiel so, dass der Staat eine linke Seite quasi aufgebaut hat, wo dann quasi Dateien versteckt waren. Und wenn du dann diese Seite aufgerufen hast, weil dich irgendwie über linke Themen informieren wolltest, hattest du dann so einen Staatstrojaner auf deinem Gerät. Ja. Frage war, ob, wenn McAfee quasi alle Dateien durchscannt, ob sowas gefunden wird.
Ich glaube eher nicht. Das kann sich nämlich auch oft irgendwie im Bootmenü verstecken oder in der Treiber-Software von Hardware, was die NSA letztens gemacht hat, dass quasi selbst wenn man die komplette Festplatte gelöscht hatte, dass in der Betreibersoftware, die da standardmäßig drauf ist zur Benutzung, dass dort sich eben der Trojaner versteckt hat und es hat quasi nichts gebracht. Deswegen im Grunde bist du da ziemlich aufgeschmissen. Einzige, was halt hilft, ist Updates zu machen und ja, genau. Ja, bitte. Okay, die Frage war, ob wenn man irgendwie schon beobachtet wird vom Staat, ob es dann Sinn macht, irgendwas zu machen, als Updates und so weiter zu installieren und die Geräte oder die SIM-Karten zu wechseln. So wie ich das sehe, ist man ziemlich aufgeschmissen. Man sollte einfach, wenn man den Verdacht hat, dass sowas bei einem sein könnte, so gut wie möglich auf Technik verzichten, die Kameras abkleben, und wenn man wichtige Sachen bespricht, die Geräte aus dem Raum tun. Komme ich dann einmal nochmal, weil ich würde sagen, dass man da relativ aufgeschmissen ist, weil wenn man einmal einen Trojaner hat, dann ist man aufgeschmissen und die funktionieren wohl, weil der Staat sie einsetzt in die Geheimdienste. Genau. Dann würde ich jetzt, okay, noch eine Frage. Die Frage war, inwieweit der Staat persönliche Dinge auch speichern und auswerten darf. Rechtlich darf er das eher nicht. Es ist auch so, dass es eine gewisse Grauzone ist. Das hat man jetzt in einer Entscheidung vor kurzem gehabt vom BND, der hier in Frankfurt am Internetknoten sehr viele ausländische Verbindungen und so weiter durchsucht. Und die haben sich quasi selbst so eine Art Ethikcode gegeben, dass man irgendwie, wenn man über religiöses Zeug spricht und so weiter, dass dann man weghören soll, so, dass quasi die Beamten, die durchsuchen, also dass diese Beamten, die durchsuchen, doch bitte nicht hinschauen sollen. Was aber irgendwie schwer ist, wenn man nach bestimmten Dingen sucht. Also da kommt man irgendwie nicht drum rum, sich alles mal anzuschauen, wenn man nach bestimmten Dingen sucht. So, deswegen, es gibt recht so eine schwammige rechtliche Grundlage, dass man das eher nicht machen soll. Aber die Frage ist, wie weit passiert das? Jetzt mal abgesehen von der technischen Überwachung, gab es ja auch zum Beispiel Spitzel innerhalb der linken Szene in Hamburg zum Beispiel, die eben persönliche Profile und so weiter von Aktivisten angelegt haben und dann auch romantische Beziehungen mit Leuten eingegangen sind, sexuelle Beziehungen, um eben an Informationen zu kommen. Also was Recht ist und was getan wird, ist ein Unterschied und die Rechtsgrundlage ist auch nicht mal so gut in der Hinsicht. So, eine Frage. Ich wiederhole gerade kurz, dass die Software, die in Hessen benutzt wird, auch an verbrecherische Regime und so weiter verkauft werden und dass das eine Grauzone ist, wie wann was legal ist und ja, gerade in Bezug im BND, im Ausland und so weiter. Jetzt hatten wir gerade noch die Frage gehabt, wie dieses Draufspielen vom Trojaner funktioniert. Ich bin mir da nicht sicher. Ich möchte jetzt keine falschen Informationen geben. Wenn jemand was weiß, gerne sagen. Aber das Beispiel mit der Türkei, was ich gerade gebracht habe, ich denke, dass viel einfach Phishing ist, dass man quasi einem der ältesten Tricks so des Hackings, dass man so tut, als ob man irgendwas anderes ist und dann hier einmal bitte draufklicken oder so und dann lädt man sich das quasi runter. Je nach System sind die auch verschieden anfällig für Trojaner. Zum Beispiel eine Apple-Plattform ist tendenziell, jetzt hat sich gezeigt, dass es nicht so ist, aber tendenziell sicherer aufgebaut als Android, weil die halt offener sind. Aber ja, ich glaube, wenn der Staat es will, dann versucht er, dich irgendwie dazu zu bekommen, dass du irgendwo draufklickst oder was weiß ich machst. Natürlich geht aber auch der physische Zugriff, so, zum Beispiel, sie haben dich irgendwie im Auge, du bist irgendwie ein Gefährder, sitzt in der Unibib, liest irgendwie ein Buch, gehst dann mal schnell auf Toilette und dann läuft jemand an deinem Tisch vorbei, steckt kurz irgendwie ein Mini-USB in dein Handy und dann hast du das auch draufgespielt. So. Das geht halt natürlich auch. Die Frage ist, wenn das Handy aus ist, ob das dann geht. Ich würde sagen, nein, wenn aber der Trojaner drauf ist. Dann kann es übrigens auch sein, dass das Handy aussieht, als ob es aus wäre, aber es ist nicht aus. So, das ist auch so eine Sache. Ja.
Also es gab dann noch den Hinweis, dass Software auch per SMS verschickt werden kann. Und ja, das war auch ein Einfallsweg für den Trojaner. So, kommen wir jetzt zur letzten Sphäre, wie der Staat auf Daten zugreifen kann von AktivistInnen. Etwas, was nicht so selten passiert, wenn irgendwie Leute gecatcht werden bei irgendeiner Aktion oder sei es jetzt irgendwas, was der Polizei eine rechtliche Grundlage gibt, das Handy einzuziehen, sei es jetzt noch so blöd. Wenn das Handy eingesackt ist, dann hat man eigentlich relativ wenig Chancen, dass es nicht ausgewertet wird. Es kann sein, dass es Probleme gibt. Also ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Wir sehen hier auf dem Bild das Tool namens Cellebrite. Es gibt noch verschiedene andere Anbieter, die sich genau darauf spezialisiert haben, so eine Art Gerät anzubieten, mit dem man sämtliche Handys auslesen kann. Je nach Gerät funktionieren auch manche Sachen besser, manche sind besser für Apple geeignet, manche eher für Android, manche für chinesische Telefone und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Was passiert, ist eigentlich recht einfach. Das wird reingesteckt und geöffnet, meist über irgendwelche Schwachstellen in der Software. Manchmal kann, also diese technischen Abteilungen, die das machen, sind nicht selten beim LKA oder BKA angesiedelt, weil die sich quasi um die schwereren Sachen kümmern und dann auch wirklich spezialisiert sind. Und die machen das wohl auch sehr gut. Nicht immer, wie auch Sachen zeigen, wo dann irgendwie jemand, ja egal, das geht jetzt zu weit. Genau, und dann wird es einfach dran gesteckt und ausgewertet. Und das Nette ist auch bei diesem Anbieter, dass man dann einfach auswählen kann, was man genau will. Will ich jetzt irgendwie die Chatnachrichten von WhatsApp? Will ich die von Telegram? Was will ich genau? Und kann dann quasi das haben, was ich will. Und es tun selbst, quasi selbst dumme Polizisten kommen damit klar. Genau. Vielleicht nochmal ein Wort zum Thema Hausdurchsuchung, Beschlagnahme. Es ist immer gut, wenn die PCs irgendwie über Nacht aus sind oder die Geräte, gerade wenn irgendwie Verschlüsselung ist, also speziell wenn Verschlüsselung da ist, damit quasi nicht irgendwie im laufenden Betrieb, während es entschlüsselt ist, sowas abgezogen wird. Was auch so eine Sache ist, wenn man, wie sage ich das jetzt? Also man kann ja quasi die Festplatte sichern und es gibt ja noch den Arbeitsspeicher, der parallel läuft und zu die laufenden Programme ja, ausführt. Und wenn dann eine Hausdurchsuchung ist, zum Beispiel gibt es zum Beispiel einen bei einem, der irgendwie in Internetkriminalität verwickelt ist, von dem man weiß, der hat irgendwie ein gewisses Wissen, wie man mit Technik umgeht und der auch extra drauf schaut, wenig Spuren zu hinterlassen, dann gehen die auch gern mal rein und mit einem Eispray, mit, wie nennt man das? Nitro? Dieses Flüssigeis? Wie nennt man das? Egal. Jedenfalls gehen die dann dahin und frieren quasi die Festplatte ein, damit sich die Daten auf dem Arbeitsspeicher nicht abbauen. Und dann wird quasi diese gefrorene Festplatte zum LKA geschafft und dann wird die dort mit einem Cold Boot, mit einer Cold Boot Attack geöffnet und ausgewertet. Wie man sich dagegen schützen kann, komme ich dann auch nochmal gleich dazu. Genau. Dann würde ich quasi nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben die Kommunikationsüberwachung, wenn irgendwas hin und her geschickt wird, dass es abgegriffen wird. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, deinen Standort zu ermitteln über IMSI-Catcher, Funkzellenabfrage oder stille SMS. Wir haben die klassische Überwachung an der Person, Lauschangriff, Videoüberwachung. Wir haben die Trojaner, die sehr weitreichende Folgen haben und immer mehr eingesetzt werden. Und wir haben die klassische Beschlagnahme und die Auswertung in der entsprechenden technischen Stelle. Jetzt haben wir noch eine Frage. Ja. Die Frage ist, weil ich jetzt vor allem über Android und iOS geredet habe, wie es mit Ubuntu Touch ist, da rede ich dann gleich nochmal drüber, wenn ich dazu komme, wie man sich am Handy schützt. Ja, okay, also es gab gerade nochmal den Hinweis, dass bei modernen Arbeitsspeichern, bei modernen RAMs es nicht so einfach ist mit dem Sichern von Daten und dass selbst eine Benutzung es quasi noch verschlüsselt ist. Aber da komme ich ja gleich nochmal dazu, was mit dem laufenden Betrieb ist und so weiter, weil da gibt es auch Methoden dagegen.
Also was macht man nun jetzt, wo man sieht, der Staat kann auf so vielen Wegen zugreifen? Ich habe das jetzt so eingeteilt, dass wir erst schauen, wie schütze ich meinen PC und dann, wie schütze ich mein Handy. Also die Grundlage, um sich zu schützen eigentlich, ist Verschlüsselung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine der gängigsten ist Veracrypt. Da kann man quasi Container anlegen, so nennt sich das, bestimmte Bereiche auf dem PC, die man dann mit einem, also verschlüsselt, und diese kann man dann auch nur öffnen mit einem Passwort, und dieses Passwort sollte bitte gut sein, weil je schlechter das Passwort, desto schneller lässt sich das öffnen, und da kann wirklich jede Stelle zählen und gerne auch Sonderzeichen benutzen, weil das ist wirklich viel wert. Und ich würde auch empfehlen, nicht unter 20 Zeichen irgendwas zu machen. Wenn man dazu noch Fragen hat zur Verschlüsselung, würde ich vielleicht im Anschluss noch was sagen, weil das würde dann vielleicht den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt zu sehr drauf eingehe. Verschlüsseln kann man auch den Datenverkehr, also nicht nur das Gespeicherte. Gängig ist bei den Mails eine asymmetrische Verschlüsselung. Das heißt, ich habe zwei Schlüssel, einen privaten Schlüssel, mit dem entziffere ich dann quasi, entschlüssel ich meine Daten, und einen öffentlichen, den ich an die Person schicke, die mir verschlüsselt Sachen schicken wollen. Also, die Person, die meinen Schlüssel bekommt, tut mit diesem Schlüssel eine Nachricht an mich verschlüsseln. Ich habe noch meinen privaten Schlüssel, den keiner haben darf außer ich. Und mit diesem privaten Schlüssel kann ich dann dieses verschlüsselte Ding öffnen. Das Tolle ist halt, dass man den öffentlichen Schlüssel rumschicken kann, wie man will. Es ist nicht schlimm, weil zum Entschlüsseln braucht man immer nur diesen privaten Schlüssel, und deswegen ist man da auf der sicheren Seite. Es gibt verschiedene Arten, also relativ auf der sicheren Seite, wenn auch wenn die Verschlüsselung gut ist und so weiter. Es gab den Hinweis, dass nach der aktuellen Mathematik die Verschlüsselung sicher ist momentan. Wie das in Zukunft aussieht, gerade auch im Hinblick auf Quantencomputer, die vielleicht irgendwann mal soweit sein werden, da wird sich das dann vielleicht nochmal ändern, und dann müssen wir uns andere Gedanken machen. Aber momentan funktioniert es. Es gibt verschiedene Programme. Eines der gängigsten ist Enigmail im Thunderbird-Ding. Ich habe euch hier auch Blätter ausgeteilt. Zum einen ist das eine Linkliste. Davon soll sich bitte jeder ein Blatt nehmen, einmal da hinten und einmal da. Und dann habe ich nochmal einen Ratgeber ausgedruckt, allerdings nicht so viele, weil die sind teuer. Vielleicht kann man die sicher irgendwie so aufteilen, dass die, die wollen, sich einen nehmen. Da wird dann nämlich zum Beispiel nochmal erklärt, wie das genau funktioniert. Also das sind diese All Computers are beschlagnahmt Dinger. Die schicke ich auch nochmal als PDF rum, genau wie die Linkliste, weil da muss niemand dann diesen blöden Link einzeln abtippen, so, sondern kann einfach draufklicken. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal zum Ausgedruckt, damit ihr einen groben Überblick habt, was wir so thematisch behandeln auch. So, weiter im Text. Wir hatten Verschlüsselung der Festplatte, also des Speichers, die Verschlüsselung des Verkehrs an Daten, eben die Mails in Bezug auf PC. Es gibt auch noch Jabber, zum Beispiel das XMPP. Das ist quasi eine dezentrale Chat-Funktion. Da muss man sich aber ein bisschen reinarbeiten. Teilweise wird es genutzt von Aktivisten und Aktivistinnen, so hier in Frankfurt auch, soweit ich weiß. Aber das wäre jetzt zu viel, es würde den Rahmen sprengen. Also wenn da noch Nachfragen bestehen, gerne noch im Anschluss. Dann kommen wir jetzt dazu zum Internetzugriff, wie man sich da schützt. Das ist ja so das, womit wir vielleicht am meisten Daten produzieren. Es gibt zwei verschiedene Arten, sich zu schützen. Die weniger sichere, oder ja, weniger sichere ist die VPN. Kennen vielleicht einige von euch. Ihr sitzt quasi an eurem Computer, wollt auf eine Seite, aber wollt nicht, dass die Seite eure IP-Adresse rausbekommt. Das ist quasi die Adresse, die ihr benutzt, um ins Internet zu gehen, so wie eine Hausnummer quasi. Deswegen habt ihr quasi einen Mittelmann, einen VPN-Server. Es gibt verschiedene Anbieter, die das machen.
Das heißt irgendwie Proton VPN, RiseUp VPN, NordVPN. Es gibt verschiedene und es ist auch immer so eine Sache, welchen kann man trauen und so weiter, weil die kriegen ja quasi alles mit, was so über sie läuft, wenn sie wollen. Genau, und es funktioniert so, dass ihr nicht direkt auf die Seite geht, sondern erst an diesen Mittelsmann eure Anfrage ins Internet stellt. Die schicken das dann mit einer neuen IP-Adresse, die nicht die eure ist, ans Internet und da bekommt ihr dann quasi die Daten wieder zurück. Genau, wenn man diesem VPN-Server vertraut, dann ist das eigentlich eine ganz nette, einfache Lösung so, die auch je nach Anbieter noch recht schnell sein kann, auch wenn es über diesen Mittelsmann geht. Genau. Das ist aber, wie gesagt, nicht die sicherste Möglichkeit, weil es hängt dann halt sehr viel von diesem VPN-Server ab. Es kommt sehr auf diesen VPN-Server an, ob man den quasi trauen kann. Deswegen empfehle ich Tor. Das ist die Kurzform für The Onion Router, also der Zwiebelrouter, weil er wie eine Zwiebel aufgebaut ist, wie ich gleich zeige. Das ist von der Benutzeroberfläche ganz angenehm. Es basiert auch auf Firefox in einem gewissen Maße. Ist aber deutlich sicherer. Es hängt natürlich auch davon ab, wie du ihn benutzt, weil du musst auf bestimmte Sachen achten. Du darfst zum Beispiel das Fenster nicht groß machen, damit zum Beispiel keine Seite erkennt, wie groß deine Diagonale vom PC ist und so weiter, weil das dich ja auch verraten kann und so. Das sind Kleinigkeiten, die man sich dann einlesen muss, vielleicht ein bisschen. Aber an sich funktioniert er relativ einfach. Und es ist so, dass die Person, also du wählst dich über das in das Tor-Netzwerk ein, dafür wird eine Abfrage geschickt an den Server von Tor, welche Route man nehmen kann. Und es gibt quasi es wird über drei verschiedene Server geschickt, bevor es dann quasi an der Website ankommt, die ihr aufrufen wollt. Und das Gute ist, dass dieser erste Relay, also dieser erste Knoten, wo es reingeht, der weiß nicht, wohin es überhaupt gehen soll, genau, diese Anfrage. Die schickt es einfach nur weiter. Und der letzte Relay, wo es dann quasi wieder rauskommt aus dieser Torwolke, aus dieser Zwiebel, der dritte Relay weiß nur, wo sie sich hin verbinden, aber nicht, wo sie herkommen. Also der weiß nicht, wo quasi die Sachen herkommen. Und dann zwischen dem letzten Punkt im Tor-Netzwerk und der Seite, die ihr aufrufen wollt, ist es dann auch nochmal verschlüsselt, wenn es über HTTPS geht. Genau. Und vom Design her ist es quasi sicher und es kommt auch eigentlich aus der Entwicklung der Geheimdienste, die das damals entwickelt hatten, um eben sicher zu kommunizieren und wurde es halt breiter genutzt von der Öffentlichkeit. In den Nachrichten ist es vor allem das Tor-Netzwerk wegen dem sogenannten Dark Web oder Darknet. Im Grunde ist es kein richtiger Ort, es ist einfach. Es gibt Seiten, die lassen sich nur mit diesem Tor-Browser öffnen. Die enden oft mit .onion. Und diese Seiten werden von verschiedenen Akteuren genutzt, sei es jetzt irgendwie Drogenverkäufe im Internet, sei es radikale politische Blogs, irgendwelche Backup-Blogs von irgendwelchen islamistischen Seiten oder was weiß ich. Da findet man eine Menge und die sind nicht so leicht runterzunehmen und die lassen sich eben über diesen Browser anonym öffnen. Und sowas kann sich auch lohnen, diesen Browser zu benutzen, wenn man, keine Ahnung, irgendwelche Bekenner schreiben oder was weiß ich veröffentlichen will, dann ist ein VPN, denke ich mal, zu schwach. Genau. Also zu Tails kommen wir jetzt gleich noch. Vielleicht sogar jetzt, genau. Da gehe ich dann auch mal kurz auf ein Video, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich hoffe, der Ton. Da vorne müsste Ton rauskommen. Hier kommt vielleicht auch gleich noch Ton raus. You may have heard that Linux is really difficult to use, but that's simply a myth. Well, it might be a bit of a headache to get hold of Tails and get it up and running. Also, Tails, vielleicht bevor es jetzt hier groß erklärt, Tails ist eine Abkürzung für das Amnesia Incognito Live System. Was ist das? Wie ihr gerade gesehen habt, in diesem einen Frame mit dem, na egal, mit dem Stick. Das Tolle an Tails ist,
Es wird vom USB-Stick gestartet. Das heißt, egal an welchem PC du bist, mit diesem Stick kannst du quasi ein eigenes Betriebssystem starten, was sicher ist und auch was alles vergisst, was du gemacht hast. Außer du stellst einen Persistent Storage ein. Das ist so sogenannter Speicherplatz, der bleibt. Also eben toll, weil da wirklich keine Spuren hinterlassen werden. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen wichtigen politischen Text schreiben will oder so weiter, oder man will Bilder verpixeln, dann kann man eben diesen Stick in den normalen PC reinstecken und hat dann quasi nicht mehr das normale Windows, sondern man startet es von dem Stick aus und hat dann quasi so ein Linux-System, mit dem man sicher arbeiten kann, wo auch nur Programme drauf sind, die geprüft sind, dass sie eben nicht irgendwie eine Schwachstelle sind. Und man geht auch nur über Tor ins Internet und über keinen anderen Browser. Also alles, was ich euch gerade gezeigt habe, ist da quasi vorhanden, auch die Verschlüsselung. Ich kann es deswegen auch nur jedem empfehlen. Und ja, ist einfach nice so. Genau. Direkt noch Fragen oder soll ich noch kurz ein bisschen weiter das Video? Frage, ob es auf externen Festplatten läuft. Also die Festplatte, die normale Festplatte wird eigentlich gar nicht benutzt von Tails, sondern nur der Arbeitsspeicher. Und wenn was gespeichert wird, dann noch vielleicht auf dem Rest von dem Stick, was noch am Speicherplatz drauf ist. Und das ist dann auch verschlüsselt. Das heißt, es wird gar nicht auf die Festplatte zugegriffen, sondern nur auf den Arbeitsspeicher. Und da kann es eben, wie gesagt, die Gefahr sein, dass dann, selbst wenn man den ausmacht, dass dann noch Daten sind, die erst in ein paar Minuten weg sind. Das ist bei Tails nicht der Fall. Weil wenn du den Stick rausziehst oder normal ausschaltest, dann löschen sich alle Daten auf dem Arbeitsspeicher, beziehungsweise werden überschrieben. Das heißt, es ist da nichts da. Was ein Riesenvorteil ist, um ein Beispiel zu nennen, es gab einen Drogendealer, der über Starknet Sachen verkauft hat. Die Polizei wollte ihn habhaft haben. Die Polizei wusste aber, sie kann nur darauf zugreifen, wenn der PC läuft, damit man eben keine Verschlüsselungspasswort eingeben muss. Und selbst wenn es nicht klappt, will man irgendwie noch den Arbeitsspeicher haben. Das war dann jedenfalls so, dieser Typ, dieser Dealer, ist dann ganz normal zu seinen Kursen in die Uni gegangen, saß im Hörsaal. Um ihn herum haben sich verschiedene Zivilpolizisten positioniert, hinter ihm und so weiter. Und die haben dann quasi ihn versucht von hinten zu greifen, zu klammern, dass er quasi nicht mehr an seinem PC kann. Er hat es aber gerade noch geschafft, diesen Stick zu ziehen und dann war alles weg. So, und haben sie nicht bekommen, weil er eben schneller war. Jetzt haben wir zwei Fragen. Ich glaube, da war die erste. Ja, wenn der Trojaner irgendwie auf deinem Windows ist und du steckst einen Stick rein, dann läuft es ja über den Stick und dann ist es sicher. Und mir ist nicht bekannt, dass Tails bisher von irgendwie Trojanern geknackt wurde. Deswegen würde ich sagen, es ist sicher. Genau. Direkt dazu noch eine Antwort. Ich wiederhole kurz, das UEFI, also das, wovon der PC aus gestartet wird, sage ich mal grob. Auch da lassen sich irgendwie Schadsoftware installieren, was halt gefährlich ist. Und es gibt eben die Gefahr, dass es einen Keylogger gibt, das heißt quasi, dass das, was getippt wird, aufgenommen wird über die Hardware. Deswegen gibt es auch für Tails auch ein Screen Keyboard. Das heißt, wenn man eine Maus hat, kann man dieses Screen Keyboard benutzen oder eine Touch und kann das so ein bisschen umgehen. Aber man darf sich da nie komplett drauf verlassen, weil nichts ist 100% sicher. Und ja, Das ist die das erste ist mein Generation. Fazit dann auch noch. Aber ja, genau. Haben wir da noch eine Frage? Genau. Tails ist eine Parallelstruktur, um es zu wiederholen. Man kann quasi sein ganz normales Betriebssystem benutzen. Und wenn man Tails braucht, steckt man den Stick rein und startet vom Stick so. Der normale Stick würde es auch nicht als ein richtiges Betriebssystem reichen, so, weil dafür ist er nicht stark. Also ist nicht so toll. Also da kann man dann lieber was anderes benutzen. Genau. Also nur, dass ihr mal die Benutzeroberfläche seht, dann kann man da verschiedene Sachen öffnen. It stands for the Amnesic Incognito Live System. Genau. Less than Amnesic happens eben, because it's weil awareness. es vergisst und es ist alles wie quasi wie neu, wenn du einen Stick reinsteckst, deswegen kannst du ihn auch überall reinstecken. Du kannst aber, wie gesagt, eben einen kleinen Teil des Sticks für persönlichen Speicher freigeben.
freigeben und dann kannst du den verschlüsselt auch so ein paar Sachen speichern. Weil jetzt kommen wir dann zum Smartphones, das ist quasi die zweite Ebene. Neben den Laptops, und da ist es ja auch so, dass Microsoft und Apple Marktführer sind, dementsprechend was? Ja, stimmt, Google, pardon. Google und Apple sind Marktführer. Und deswegen muss man sich da auch auf die beiden Systeme Android und iOS konzentrieren. Können wir einfach das anwenden, was wir gerade gesehen haben, auf das Handy? Beim Thema Verschlüsselung nicht so, weil es gibt die Verschlüsselungsfunktion inzwischen bei einigen Handys. Wie sich aber gezeigt hat an Terrorermittlungen oder anderen Formen von Ermittlungen, diese Verschlüsselung ist wenig wert und hilft wenig. Und im Endeffekt ist das eigentlich eine Hürde vielleicht für Leute, die wenig Ahnung haben, aber die, die wirklich rein wollen, die kommen rein. Das hat man zum Beispiel beim iOS-System gesehen von Apple. Beim iPhone, da gab es einen Anschlag in Kalifornien, wo zwei IslamistInnen, ich glaube, eine Zeitungsredaktion zusammengeschossen haben, und dann wollte quasi das FBI dieses Handy von den Leuten, das iPhone von den Knacken, von den IslamistInnen, haben dann auch gesagt, so Apple, öffne das mal für uns. Und Apple hat gesagt, nee, wir müssen, also Datenschutz ist ja auch irgendwie sowas, mit dem wir unsere Handys verkaufen, so. Dann war FBI böse. Hat dann aber auf eigene Faust reagiert und hat es wirklich geschafft, diese Verschlüsselung zu umgehen und ist trotzdem dran gekommen. Also diese Verschlüsselungen auf dem Handy bringen wenig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die. Genau, jetzt kann man ja sagen, gut, nimmt man ein anderes Betriebssystem als die gängigen. Leider ist es so, dass bisher die Linux-Systeme für Smartphone noch nicht so weit sind. Also die viel Bugs und so weiter. Es gibt zum Beispiel Sachen wie das Pinephone, was ihr hier auf dem Bild seht. Das wurde extra so entwickelt als Linux-System, auch wenn die Hersteller ein bisschen komisch sind. Und da kann man auch quasi manuell bestimmte Abteile, zum Beispiel die Kamera, ausschalten mit einem Schalter am Handy, was ganz nett ist. Es gibt auch zum Beispiel Ubuntu Touch. Das ist aber auch noch nicht so weit. Deswegen ist so, Das heißt, vor dem Start kannst du dich in der Hinsicht nicht so gut schützen. Bitte? Also, die Frage, ob es ist jetzt noch, wie war das, ob sie noch nicht sicher sind für den Benutzer. Also, es hat dann noch sehr viele Probleme und man sollte irgendwie Entwickler sein oder sich mit IT so, mit so Zeug auskennen, damit man eben diese ständig die Fehler beheben kann, die auftauchen. So, es ist noch nicht benutzerfreundlich. Und ja, noch eine Anmerkung. Ja, also es gab gerade noch mal einen Hinweis, dass es eigentlich nicht für den Alltag geeignet ist. Genau. Es gibt dann noch was, das heißt Lineage OS. Das ist quasi eine Art Android, aber befreit von Google, was auch ganz nett ist, weil man dann zumindest nicht an den Google-Konzern seine Daten rausgeben muss, sondern man hat quasi ein von Google bereinigtes Betriebssystem. Ich habe euch auch noch einen Link draufgepackt auf die Linkliste. Wenn ihr Glück habt, gibt es für euer Handy vielleicht schon dieses Lineage OS, dann könnt ihr das installieren. Das ist ganz nett. Es gibt auch eine Alternative zum Android App Store, der nennt sich F-Droid. Da könnt ihr Open Source Software runterladen in gewissem Maße, die Google Apps zum Beispiel ersetzen, wie YouTube und so weiter, dass dann quasi nicht ständig Metadaten an Google gehen. Auch eine ganz nette Sache. Genau, ansonsten kann man eigentlich nur so kleinere Maßnahmen treffen, zum Beispiel den Standort immer aushaben, sämtliche unnötigen Einstellungen und Apps deaktivieren. Dazu gehören auch die meisten Google Apps zum Beispiel, wenn man Android hat oder. Ja, genau. Vermeidung von Apps amerikanischer Großkonzerne oder halt irgendwelchen Anbietern, die dafür bekannt sind, dass sie schlecht mit Daten umgehen. Ja, wie gesagt, man sollte auch, wenn es nicht vor Geheimdiensten schützt, sollte man sein Handy verschlüsseln haben. Wenn man das noch nicht getan hat, sollte man mal in die Einstellung gehen und dort einfach verschlüsseln. Das ist kein großes Ding. Und es schützt zumindest vor schlecht ausgebildeten Angreifern, sag ich mal. Ein normales Passwort immer rein natürlich, das ist auch
ganz sinnvoll. Vielleicht auch noch ein Hinweis. Das Entsperren mit dem Finger ist nicht so das Beste, gerade wenn man irgendwie Handys auf Demos dabei hat oder was weiß ich. Das hat man zum Beispiel in Hongkong gesehen, wo man Aktivisten quasi gezwungen hat, seinen Daumen auf das Entsperrsymbol zu legen, und da hat man eben gewusst, was auf dem Handy ist. So, deswegen lieber irgendeine andere Form des Passwortschutzes benutzen als den Finger. Genau. Dann komme ich noch zu Messaging-Apps, das ist quasi das Pendant zu den verschlüsselten E-Mails. Da haben wir ja auch als Organisation gewisse Erfahrungen gemacht und auch verschiedene Einsatzgebiete für die Apps. Es ist nämlich, das ist eine sehr schlechte Grafik, es ist sehr klein. Es soll einfach zeigen, es gibt sehr viele verschiedene Anbieter hier in der X-Achse oben, und die kann man nach verschiedenen Kriterien beurteilen. Zum Beispiel, ist der Code Open Source? Ist es ein geschlossener Code? Wie geht man mit Daten um? Gibt es irgendwelche Berichte darüber? Also manchmal tun Unternehmen so Berichte geben über ihre Arbeit und so weiter. Es gibt verschiedene Anbieter. Wir kennen ja quasi WhatsApp, weil es sehr niedrigschwellig ist. Es hat einen sehr schlechten Datenschutz. Da kannst du eigentlich von ausgehen, dass es wirklich schlecht ist. Man benutzt es halt heute noch oft weil es halt viele haben, dummerweise. Dann gibt es Telegram, die schon auf einer besseren Ebene arbeiten. Da ist es auch nett, dass die eben nicht wie WhatsApp mit den Behörden zusammenarbeiten. Telegram war deswegen auch sehr beliebt bei vielen rechtsradikalen oder islamistischen Gruppen, weil die eben dort ihre Channels und so weiter haben, wie die Creambirds bei den Islamisten, vom IS zum Beispiel, wo sie sich austauschen konnten. Es gab aber jetzt erstmals vor wenigen Monaten den Fall, dass Telegram tatsächlich mit Polizeibehörden zusammengearbeitet hat, nämlich als es darum ging, dass Europol Islamistenkanäle zerstören wollte, was auch so einigermaßen funktioniert hat. Die haben sich nur schlecht davon erholt bisher, aber ja, genau. Und dann gibt es eben Signal, das ist so das Nonplusultra, würde ich mal sagen. Das ist am beliebtesten bei den Kreisen, die auf Sicherheit achten, weil es eben ein offener Code ist. Viele andere von diesen Messaging-Apps, die ihr hier seht, greifen auf diesen offenen Code vom Signal zurück und machen ihr eigenes Ding und so weiter. Und das ist quasi so, was den Fortschritt angeht, am weitesten. Es gibt aber auch Kritik an Signal. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, es ist nicht gut, dass zum Beispiel die Telefonnummer offen ist, im Gegensatz zu Telegram, dass man sich quasi über die Telefonnummer registriert. Oder dass es ein zentraler Server ist. Da sagt Signal zum Beispiel, nein, das ist gut so, weil es ist schneller wegen Updates und dies, das und so weiter. Da gibt es aber, ja, wie gesagt, Kritik daran. Manche würden lieber ein dezentrales System haben. Da gibt es dann zum Beispiel Briar, das ist noch nicht so verbreitet, soweit ich es gehört habe, wird aber immer mehr empfohlen, weil da musst du zum Beispiel dich mindestens einmal physisch sehen, damit du quasi miteinander schreiben kannst. So. Jetzt haben wir da eine Frage noch. Ja, also das Ding war gerade, Snowden benutzt auch Signal, und Snowden hat wohl kritisiert, dass Telegram zentrale Server benutzt. Ich glaube, das ist der Fall. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich denke schon. Also ja, Telegram ist so nicht so das Beste. Man muss ihnen zugutehalten, dass es quasi sehr benutzerfreundlich ist, dass die Verschlüsselung auch so einigermaßen okay ist so, und dass die auch nicht mit Behörden zusammenarbeiten, was sehr nett ist. Aber es gibt halt schon gewisse Kritikpunkte, die man an Telegram äußern kann und muss. Deswegen, ja. Das Beste ist natürlich, wenn man sich ohne irgendwelche technischen Geräte austauscht. Wenn man dann quasi von der Sicherheit heruntergeht, würde ich sagen, Briar ist am sichersten und Signal, dann vielleicht Telegram, anderes Zeug. Threema ist natürlich auch noch ganz nett, aber da muss man zahlen für. Das ist wie gesagt immer so eine Abwägung. Deswegen habe ich diese komplizierte Tabelle, weil es eben nicht so einfach ist, dass man sagen kann, dies und das ist das Sicherste oder das Beste. Das muss jeder quasi für sich selbst entscheiden, was er für sinnvoll hält, was am praktikabelsten ist und am nötigsten. Genau.
Sonstige nette Apps, da habe ich jetzt ein bisschen was auf diese Linkliste mit drauf geschrieben. Es gibt für das Smartphone auch den Tor-Browser, was sehr nett ist, also das, was ihr am PC machen könnt, könnt ihr auch ganz einfach am Smartphone benutzen. Ja, gerne runterladen. Dann gibt es auch Orbot, das ist quasi eine App, damit der ganze Internet-Traffic über das Tor-Netzwerk geleitet wird. Es gibt VPN-Anbieter, die man sich runterladen kann fürs Handy, auch ganz nett. Fressen vielleicht ein bisschen Akku, wenn man es durchgehend laufen lässt. Aber ist schon ganz gut so. Dann hatte ich noch aufgeschrieben Obscura Cam, das ist auch aus dem Guardian-Projekt. Da kann man gut, wenn man unterwegs ist, Metadaten entfernen und Gesichter verpixeln. Und da gibt es noch andere Sachen wie Uniprobe, wenn man irgendwie Internetzensur testen will. Oder Heaven, das ist auch ganz witzig. Das ist, da wird quasi dein Handy zu einer Art supersensiblen Spion gemacht. Das heißt, wenn du irgendwo, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, Russland, in irgendeinem Hotel eincheckst und weißt, du wirst vielleicht überwacht, jemand will an dein Handy, an deine Geräte, dann tust du diese App drauf, startest die und stellst das Handy quasi in den Raum und dann tut das Handy erkennen, wenn die Tür geöffnet wird oder sich das Licht verändert und so weiter. Und dann kann er quasi einen Alarm senden, wenn die Geräte manuell angegriffen werden können. Das ist aber auch Sachen, die man wahrscheinlich hier nicht braucht. Aber ja. Und dann gibt es zum Beispiel auch Umbrella, was auch ganz nett ist. Da sind so verschiedene Sicherheitstipps, auch gerade wenn man reist und so weiter. Und das Tolle an dieser App ist auch, dass man die, wenn man will, als Taschenrechner tarnen kann. Das sieht ja aus wie ein Taschenrechner so. Und wenn dann keiner genau hinschaut, denkt man, ja gut, das ist ein Taschenrechner, aber ist mehr, wenn man es wieder umschaltet. Jetzt hatte ich noch Fragen gesehen, bitte. Also es war gerade die Frage, ob das vielleicht unsicher ist, das vom Handy zu benutzen. Weiß ich nicht so recht. Also wenn man wirklich sichere Sachen machen will, vielleicht lieber Tails und dann Tor benutzen als so, aber im Zweifel einfach mal benutzen und ja, bin ich mir nicht sicher, vielleicht gibt es da noch Anmerkungen. Also es gab gerade den Hinweis, dass es das vielleicht leichter zurückzuverfolgen ist, wer Tor benutzt. Man sieht dann vielleicht nicht, was gemacht wird, aber man sieht, wer Tor benutzt, weil man quasi als Einzelperson über Mobilfunk ins Netz reingeht. Und wenn man stattdessen über ein WLAN geht, muss man erstmal herausfinden, wer in diesem WLAN, der alles dort drin ist, Tor benutzt. So. Genau. Gut, dann gibt es noch Browser, die man benutzen kann. Bitte keinen Google-Browser benutzen, wenn es nicht nötig ist. Ich weiß, Google ist manchmal ganz nett, gerade wenn man irgendwie Sachen kaufen will, weil die gut Werbung reinmischen in ihre Ergebnisse so. Ansonsten würde ich aber empfehlen, dass man DuckDuckGo zum Beispiel benutzt. Das gibt es fürs Handy und für den PC. Oder Startpage und so, oder so aus in die Richtung. Also da gibt's Alternativen, die man schon nutzen kann. Genau, jetzt habe ich noch drei Sachen, die ich jetzt noch so hinten anschiebe. Zum Thema Datensouveränität, also dass man weiß, was ist über mich gespeichert, wo ist was über mich gespeichert, wie viel ist gespeichert. Jeder von euch hier im Raum hat ein Auskunftsrecht. Jeder kann quasi zu einer staatlichen Behörde gehen und sagen, hey, was habt ihr über mich gespeichert? Und dann müssen die euch alles schicken, was sie über euch gespeichert haben. Es kann ganz witzig sein, wenn die viel über euch gespeichert haben, weil die dann quasi verpflichtet werden, euch irgendwelche Ordner von Informationen zu schicken. Es ist für uns als AktivistInnen interessant, weil es gibt eine Seite, die habe ich auch auf den Zettel weiter vorne bei Allgemeine Tipps hingeschrieben. Die heißt datenschmutz.de. Wo ist sie gerade? Ah, unten auf der Seite ist die datenschmutz.de. Da gibt es einen Generator, da könnt ihr quasi eure Adresse eingeben, eure Postadresse, und dann wählt ihr aus, an welche Behörden ihr Sachen schickt, und dann kriegt ihr quasi so vorgefertigte Anschreiben, so, ja, hier, ich möchte nach Paragraph so und so meine Informationen abrufen, und dann könnt ihr dann quasi an die Bundespolizei, es gibt verschiedene Datenbanken, wo die Polizei speichert, das heißt irgendwie vom Reisen her, das heißt, es ist die örtliche Polizeistelle, das LKA, da könnt ihr quasi ganz Deutschland abfragen, wenn ihr wollt, oder zumindest die es betrifft, so, wo ihr euch aufhaltet. Und dann schicken die euch
alles, was sie über einen gespeichert haben. Und es ist sehr interessant und deswegen empfehle ich es jedem, gerade wenn man irgendwie so eine Zeit lang aktivistisch aktiv war, mal zu schauen, hey, was habt ihr eigentlich über mich? Da gibt es dann leider eben auch Einschränkungen, zum Beispiel die Verfassungsschutze, die sind nicht immer, meistens nicht sogar, verpflichtet, Auskunft zu erteilen. Da bekommt ihr dann meistens keine Antwort, außer ihr habt irgendwie ein berechtigtes Interesse. Ich weiß nicht, was darunter zählt, vielleicht Beruf oder was. Da kann man dann quasi nachfragen. Da kommen immer wieder interessante Sachen raus. Deswegen kann ich das jedem empfehlen, das ab und zu mal zu machen. Das ist wirklich kein großer Aufwand, außer scheiß Briefmarken zu kaufen. So. Und genau. Dann habe ich oben bei allgemeinen Tipps noch diese haveibeenpwned.com Adresse mit draufgepackt. Da kann man quasi mal nachschauen, ob die Login-Daten schon mal irgendwo in einem Hack eingezogen wurden. Natürlich macht es auch immer Sinn, regelmäßig seine Passwörter zu ändern, aber da kann man quasi mal schauen, wurde meine E-Mail schon mal irgendwo benutzt. Dann, komisches Wort, OSINT. Das nennt man Open Source Intelligence. Man könnte auch einfach, keine Ahnung, Recherche sagen. dass man einfach sich mal selbst googelt, was findet man überhaupt. Also es ist super einfach. Ich mache das manchmal aus Langeweile, dass ich Leute google. Und man findet super viel raus. Es ist einfach so ein gewisses Ratespiel, mal rauszubekommen, was findet man alles. Und man findet wirklich viel. Deswegen einfach mal. Da gibt es auch bestimmte Tools. Da habe ich jetzt auch noch was draufgepackt. Steht OSINT Recherche-Tools auf der Seite start.me. Da gibt es so einen Werkzeugkasten, mit dem man auch nochmal genauer rangehen kann und nochmal ein bisschen mehr rausbekommt als über Google. Ja, ich würde es mal empfehlen, mal zu schauen, was man alles findet und ob man will, dass alles so online ist. Weil es ist sehr leicht oft, irgendwelche Wohnorte herauszufinden, gerade wenn man irgendwelche Familienmitglieder haben, meistens ältere Leute, die halt irgendwie null auf Datenschutz achten. So. Das ist meistens ein Einfallstor. Ja, genau, deswegen immer mal wieder schauen, was ist so über Daten von euch bekannt und wie bin ich Herr meiner eigenen Daten so, oder Frau meiner eigenen Daten und so weiter. Genau. Und dann, nach diesem schnellen Ritt durch die verschiedenen Themen, komme ich zu meinem Fazit. Ich habe mal so ein paar Thesen aufgeschrieben, die ich für wichtig erachte. Man muss immer abwägen zwischen Komfortabilität und Sicherheit. So, wenn ich jetzt alles ernst nehmen würde, was ich hier gesagt habe, was leider nicht so ist, dann müsste ich ein sehr hohes Level an Sicherheit fahren. Das kann man machen. Da gibt es Tipps, mit denen man sich nochmal weiter einlesen kann, wie man wirklich das höchste Level, was man so hinbekommen kann, kriegt. Da gibt es auch nette Accounts, zum Beispiel @justicecivi heißt er zum Beispiel auf Insta. Das ist ein ganz interessanter Typ, weil der ist quasi so Datenschutztyp und der ist so anonym in den USA, dass er irgendwie in andere Bundesstaaten reisen muss, um seinen Geschworenendienst zu machen, weil er nirgendwo gemeldet ist und so weiter. Also ja, kann man sich einlesen. Es gibt ganz nette Sachen, die man machen kann. Genau. Aber es ist eben immer eine Abwägung, wie komfortabel will man es haben und wie sicher will man es haben, weil oft geht nicht beides zusammen, auch wenn der Fortschritt immer ein bisschen voranbringt. Genau, was ich vorhin auch schon erwähnt habe und was noch ein sehr wichtiges Fazit ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Seid euch nie sicher, dass ihr sicher seid. das Beste ist einfach ohne Technik. Witzige Anekdote, in den 80ern hat man es in der autonomen Szene in Berlin so gemacht, dass man sich für Pläne, wenn man irgendwie was Großes geplant hatte, in der Sauna getroffen hatte, weil da konnte keiner verkabelt sein oder sonst was. Ja. Aber ja, es reicht eigentlich schon, wenn man die Geräte außerhalb des Raums irgendwo deponiert oder was weiß ich macht oder ja. Nie der Technik vertrauen, genau. Deswegen auch dann die nächste These, manchmal ist weniger Technik mehr. Und abschließend, die besten Daten sind die, die erst nie anfallen. Das ist das Thema Datensparsamkeit. Wenig Daten anfallen lassen, wenig spezifische Daten anfallen lassen. Das gilt sowohl für die Technik als auch irgendwie, wenn man auf Demos ist, dass man irgendwie keine auffälligen Shirts und so weiter trägt. Das sind ja auch quasi Daten, die du preisgibst, wenn du jetzt irgendwie politische Parolen auf deinem Shirt hast. Genau. Manchmal tust du dann auch irgendwas anderes. Genau. Das wäre jetzt, glaube ich, so das Ding.
Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, dies, das, haut raus. Ich bin auch da für Fragen. Und ja. Ja, du hast dich, glaube ich, zuerst gemeldet. Also die Frage war, wie, wenn man sensibles Material auf dem Stick hat, wie man den am besten schützt. Ich hatte ja über die Verschlüsselung von Speicherplatz geredet am Anfang. Man kann den ganzen USB-Stick verschlüsseln, das geht mit Veracrypt und das ist ganz nett so. Das ist eine niedrigschwellige Art, das zu tun. Wenn man irgendwie seinen Stick säubern will, dann gibt es auch bestimmte Programme für, da hatte ich jetzt nicht drüber geredet. Das hatte ich vielleicht vergessen, das ist vielleicht noch ganz gut anzumerken. Wenn man zum Beispiel seine Festplatte nicht nur löschen will, sondern quasi auch überschreiben, dass quasi nichts mehr da ist von dem, was da gespeichert ist, dann gibt es Programme wie Eraser zum Beispiel für Windows, mit dem man das alles überschreiben kann, dass da nichts übrig bleibt. Deswegen würde ich sagen, entweder halt verschlüsseln oder wirklich sauber machen so. Und ja, so kriegt man seinen Stick sauber. Da noch eine Frage und dann da. Ich wiederhole gerade nochmal. Es gab den Hinweis, dass der Mensch eben die größte Gefahr ist bei der Sicherheit. Und dass es eben nicht nur darum geht, zu sagen, wie verschlüssel ich, wie tue ich quasi Daten zurückhalten und so weiter, sondern dass man auch weiß, ist etwas, was ich geschickt bekomme oder was ich verschicke, vertrauenswürdig so. Da gibt es verschiedene technische Lösungen, um das zu gewährleisten. Zum Beispiel beim Verschicken von verschlüsselten Mails kann man eine Signatur dazu hinzufügen. Wenn man Tails herunterlädt, dann gibt es auch ein Tool, das quasi verifiziert, dass es wirklich die richtige Software ist, die ihr da runtergeladen habt. Und jetzt vielleicht ein Alltagsbeispiel. Auf Signal ist ja dann manchmal die Nachricht, keine Ahnung, Max Mustermann hat eine neue Sicherheitsnummer. Wenn diese Nachricht kommt, fragt ruhig die Person mal nach, gerne in echt, warum sie dann überhaupt eine neue Sicherheitsnummer hat, weil das kann eben sein, dass es dann quasi eine Art Angriff gibt, dass jemand die Sicherheitsnummer ändert, eine neue Verschlüsselung anfängt und dann quasi man denkt so, ah, man schreibt mit dem, aber es ist jemand anders. Deswegen, wenn jemand die Sicherheitsnummer auf Signal ändert, fragt nach, warum. So, es kann sein, dass es ein neues Handy hat oder wie, warum. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfach mal nachfragen und schauen, warum das so ist, damit eben diese Vertrauenswürdigkeit da ist. Jetzt habe ich die nächste Frage. Die Frage wäre, wie man auf Dateien zugreifen kann, ohne dass quasi eine andere Person online oder so weiter das mitlesen kann. Am besten die Internetverbindung kappen, wenn man Sachen anschaut. Außer man hat natürlich schon einen Trojaner drauf, dann ist es zu spät, weil dann kann er quasi aufnehmen, was passiert auf am Bildschirm. Das ist nicht so gut, dann kannst du aber auch wenig tun, außer diesen Trojaner loszuwerden, was nicht so einfach ist. Ja, deswegen einfach das Internet kappen und vielleicht ein sicheres Betriebssystem wie Tails benutzen, um wichtige Dateien zu bearbeiten. Genau. Das ist die Frage noch aktuell, oder? Okay, dann. Ja, also es gab gerade die Nachfrage, ob man nochmal einen Kurs machen kann, wo man das quasi dann praktisch umsetzt, dass man Betriebssystem und so weiter installiert oder verschlüsselt. Gerne, das habe ich jetzt extra halt ausgelagert, weil ich jetzt halt schon lange gebraucht habe, um halt das abzudecken. Das können wir aber gerne mal machen, weil oft ist dann halt so, dass dann man das nicht tut. So, man hört sich das alles an, denkt so, scheiße, man sollte mal was tun. Und dann macht man anderes Zeug und irgendwann denkt man dann, genauso wie vorher, oder ich habe jetzt irgendwie nur mal kurz eine App geändert oder so weiter. Ich benutze jetzt DuckDuckGo. So. Deswegen können wir gerne machen, wenn es dazu führt, dass die Leute das auch wirklich umsetzen, dann finde ich das sehr gut. Ich würde aber auch trotzdem wir das so einen Termin gerne mal ansetzen können, was jetzt ja auch geht durch den Internetkoffer, würde ich auch ermutigen, wirklich mal auf die Tails-Seite zu schauen, die ich da verlinkt habe. Weil es wirklich nicht schwer ist, so dieses runterzuladen. Das Schwierige ist dann wirklich, das dann zu booten, dass man quasi, ja, wenn es dann aber erstmal läuft, dann ist easy peasy so. Aber ja, also wir können gerne einen Termin machen und vielleicht schaut ihr auch einfach trotzdem nochmal, so was es so gibt. Genau.